Recht herzlich willkommen zur 48. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, gucken wir mal rein hier, was wir machen können. Da geht zwei Kernprovinzen, allerdings haben wir da keine Werte für, dass wir dieses machen können. Was brauchen wir denn dafür? Kosten 30, was sind 30? Administrative Macht. Aha. Verstehe ich jetzt nicht, aber naja, ist das so? Tätigkeiten. Ach, die sind schon am Machen, aber naja, funktioniert nicht, ne? Das ist das Problem. Ja, das ist hier oben, ne? Das ist ganz schwierig hier, die Norweger da von ihren Glauben abzubringen oder so. Muss hier und nah zurückrufen, ne? Und das ist dann ganz schwer. Okay, lassen wir erstmal laufen. Handelsschutz, Kriegsgrund gegen. Okay. Und da. Alles klar. Gucken wir mal gerade hier rein überhaupt. Jetzt haben wir keinen Händler frei, ne? Beziehungsweise Händler ist nicht das Ding, sondern. Ja, jetzt wissen wir nicht, wie viel das ist, ne? Aber. Warte mal, wenn ich das anklicke und dann uns anklicke, dann sehe ich das. 145 ist genau das, was da steht. Alles klar. Und... Oh, ein Ruf zu den Waffen. Dann müssen wir mal gerade pausieren. Machen erst die hinteren Fenster weg. Bosnien. Was da? Was haben wir hier noch? Oh, die haben den Bayern den Krieg erklärt. Und deswegen rufen sie uns zu den Waffen. Ne, wir wollen ja kein Prestige verlieren. Und ich denke, warum sollten wir das nicht machen, ne? Anita-Orden, Magdeburg, Münster, Ulm und Utrecht. Och, das können wir locker akzeptieren. Das ist halb so wild. Utrecht war hier sowieso um die Ecke, ne? Da müssten wir nur mal... Münster ist doch hier oben, ne? Genau. Das würde bedeuten... Wo sind unsere Schiffe? Ja, unsere Schiffe sind schon mitten in der Schlacht. Kümmern sich gerade schon wohl um die Münsteraner, die dann jetzt gerade ausgelöscht worden sind. Und wer ist da noch? Utrecht, das war es dann auch für die wahrscheinlich, wenn sie nicht gerade in den Hafen noch fahren oder so. Ja, okay. Die haben da noch 12 Einheiten stehen. Lass uns einen weiterfahren und gucken, was Münster so hat. Die haben 7 Einheiten, okay. Hier unten wird ordentlich gekämpft in Bayern. Das ist die Frage... Wie kriegen wir unsere Leute dahin, ne? Jetzt müssen wir noch mal gucken hier. Bayern, Johanniter, Magdeburg, Münster, Ulm und Utrecht. Das ist wirklich nur Utrecht und Münster, die wir da angreifen könnten, ne? Wo ziehen die jetzt hin? Dann fahren wir mal gerade darüber. Okay, die sind da. Das bedeutet, wir werden jetzt... Soldaten kann man nie genug haben, genau. Weil unsere Truppen... Oh, die haben 20, die Bayern. Aber die sind schon hinterher, die Österreicher, ne? Ja, und die greifen die auch an und die haben auch mehr, die Österreicher. Und die Bayern sind geschlagen, alles klar. Dann können wir da oben auch gerade schauen, dass wir da reinkommen. Und Münster verlängern wir, ist klar. Unglücklicherweise verloren wir den Handelsschutzkriegsgrund gegen Schweden. Ah, das haben wir schon mal gelesen. Wie lange brauchen die denn da jetzt? Okay, da geht's los. Münster. Okay, Stadtleben. Geld verlieren, oder? Ich
34, nee, das machen wir nicht. Wir sind sowieso gerade mit dem Geld ein bisschen schwach dran, ne? Können wir Dingens erheben, Kriegssteuern? Okay, jetzt ist es aber hier auch mit 0,27 im Plus. Inflation, ne, machen wir nicht. Lass mal laufen, so. Unsere Truppen kommen schon an mit 8 Leuten. Wir holen aber, glaube ich, noch ein paar mehr dann, ne? Und sind dann in dem Münsteraner Bereichen unterwegs. Passiert da auch was oder? Ach, da kommen sie. Okay. Das ist zugange. Und wo kommen die raus? Auf Reykjavik, okay. Ja, das bedeutet natürlich, dass die Truppen hier verloren sind. Und ich werde auch nicht so schnell welche machen können. Und das ist halt so erstmal, ne? Und ich glaube, da kommen wir auch nicht gegen an. Das läuft schlecht. Da sind die Norweger einfach zu feste drinne da oben, ne? Ist schon die Frage, ob das lohnt, das zu machen, ne? Okay, da kommen die Münsteraner wieder. Und ich hoffe mal, unsere Leute schaffen es noch an Land. Aber so wie es aussieht, nicht. Na, das hat ja gut geklappt. Okay. Ein paar Sekunden zu spät, die Herrschaften. Unmoralische Preise. Bürger verlieren Loyalität. Das können wir auch nicht gebrauchen. Da stand Bürger gewinnen 15 Loyalität. Ja, oder hier umgekehrt Geld verlieren, aber das können wir uns auch nicht leisten. Zack, müssen wir das Oberste nehmen. Und da werden unsere nächsten Truppen jetzt niedergewetzelt. Auch schön, hat gut geklappt, ne? Die Österreicher sind jetzt auch in keinster Reichweite wahrscheinlich. Achso, wir sind in der Pause, deswegen klappt das nicht, alles klar. Ja, und da sind die auch kaputt, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben einen Darlehen im Wert von, okay. Das ist erledigt. Jetzt lass mal gerade gucken. Die fahren jetzt noch mehr Leute holen, ne? Na, das ist, jetzt braucht er das auch nicht mehr machen. Also die haben die ganze Zeit davor gestanden, wie man gesehen hat, und haben gewartet, bis da nichts passiert oder so, ne? Ich verstehe es nicht. Oh, das war jetzt schlecht für uns, ne? Oh, wir haben sogar noch ein paar Lebende. Okay, die ziehen sich zurück nach Österreich. Sehr schön. Jetzt die Frage, ob die noch aufgerüstet werden da in Österreich. 2,9. Aufreiben tun sie sich wohl nicht, sonst ist ja kein Totenkopf da, ne? Die schieben wir mal nach da unten. Die Österreicher haben sogar Zugang zum Mittelmeer. Sehr interessant. Wo waren die? In Reykjavik, ne? Da oben, genau. Wollen wir nicht drüber reden. Okay. Wer ist das? Rangur, Minningen. Ja, das wird wohl da oben nichts mehr werden. Ich glaube, das verlieren wir auf Dauer auch. Oh, hier, da kommen richtig Leute zugange. Die kommen wieder, ne? Okay. Da ist schon alles geschlagen, was wir schlagen wollten, ne? Ziehen wir mal nach Tirol rüber. Kommen wir da auch hin? Sieht wohl so aus. St. Gallen funktioniert. Ist die Frage, was hier oben mit Utrecht ist, ne? Oh, da sind 12 Einheiten, oder wie habe ich das gesehen? Okay. Aber die Bayern, die Österreicher haben da ordentlich Manner. Militärbündnis geschlossen.
Und wo laufen die da jetzt hin? Utrecht. Ungarn. Österreich-Ungarn. Ich glaube, die Ungarn sind auch noch dabei, ne? Kann ja sein. Oh, da müssen wir mal einen weiten Weg laufen jetzt. Okay, Kolonie selbst erhalten. Diplomat gestorben. Ja, schön ist das alles, was hier so läuft, ne? Und wo kommen die raus? Orkneys, okay. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir unsere Truppen jetzt hier wieder aufrüsten noch. Ja. Viere machen wir mal da. Essex war auch ganz gut. Und Kent machen wir ein Pferdchen noch dazu. Dann lassen wir wieder laufen. Die paar Männchen, die wir jetzt hier am Festland haben, die sehen vielleicht auch gar nicht so gut hier aus, oder? Okay. Machen wir gerade Pause. Darlehen aufgenommen. Die kontrollieren jetzt die Orkneys, das war auch klar. Okay. Na, dann ist das so. Die schick mal besser dahin oder dahin. Und dann müssen wir aufrüsten und gucken, dass wir die da oben dann mal in ihre Schranken wieder weisen. Das dauert aber eine Weile. Die Truppen schicke ich mal hier unten hin oder besser hier hin. Berg wird von England besetzt. Das hört sich doch schon mal richtig gut an, oder? Ach Gott, da müssen wir so rumlaufen. Magdeburg. Da kommt Österreich. Okay, hier oben. Ein Vertrag von Tillers, ja, okay. Oldenburg, weiß nicht. Ach so, ja, das wird wieder freigesetzt, weil hier ein Turm ist, ne? Dann lass uns dann den Turm gucken, dass wir den kriegen. Aber das gestaltet sich wahrscheinlich schwierig, ne? Geht ihr mal nach Derby? Wer ist denn hier oben? Ah, das trifft sich ja gut, dass die einen die anderen da kaputt machen. So gefällt einem das, ne? Ja, die haben sogar die norwegischen unsere Protestanten niedergemetzelt. Selbst die sind schlecht. Okay, hier kommt noch was aus München, aus London raus. Hier machen wir noch ein Pferdchen dabei. Bemühungen intensivieren und das andere. Ja, machen wir so. Frankreich ist kein gültiger Rivale für England, ist gestorben. Armeeorganisator. Kriegsgrund. Glücklicherweise verlieren wir den Kriegsgrund. Ja, schön. Magdeburg hat schon Frieden geschlossen. Okay. Haben wir da was von eigentlich? England wird 2 Dukaten kriegen. Super. England 0,2 Prestige. Okay. Alles klar. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, hier in Kleve. Und da sind wir dann noch gut unterwegs. Alles klar, machen wir doch erstmal da weiter. So, da ist noch einer. Den stecken wir da noch mit rein.
Nur die Frage, ob wir das ausreichend schaffen noch. Da wird schon ein Pferd gemacht, dann machen wir daneben noch eins. So, unsere Flotte hat gerade gewonnen. Und wir sind am Kämpfen hier, aber bei uns ist Unterstützung dabei. Wunderbar. Gut, das läuft. Auch da ist schon besetzt, alles klar. Die Bayern sind auch raus. Nur 0,01 Inflation für England. Ein Prestige schon mal gekriegt. Okay. War jetzt für uns jetzt nicht so der Bringer, ne? Aber wir werden jetzt ein aufgrund unserer neuen Gefälligkeiten. Genau. Ist das jetzt noch ein. Ne, dann ist der Krieg beendet, ne? Das bedeutet, wir müssen unsere Truppen jetzt zurückholen. Ja. Alles klar, dann war es das schon. Oh, Bayern hat etwas verloren. Wie sieht denn das jetzt hier mit aus? Haben wir da noch ein Anrecht drauf? Ja, und hier haben wir es auch noch wohl. Und wie sind die überhaupt positioniert hier, die Herrschaften? Verbünde mit Österreich und Habsburg und Savoyen. Okay. Bosnien, Ferrara und Kirchenstaat. Bringt uns also auch nicht weiter. Ach, da schau her, Burgund hat so ein bisschen was gelassen, ne? Aber Burgund ist auch noch da oben. Lüttich verbündet. Wer ist denn Lüttich? Diese hier? Brabant? Utrecht? Wo ist Lüttich? Da ist Lüttich, okay. So, unsere Truppen sind auf dem Weg zurück. Das haben wir hier oben schon mal angezeigt. Da arbeiten wir dran. Da sind Verluste bei, ist auch klar. Ja, die sind illoyal, das weiß ich auch. Können wir da irgendwo was machen für die? Das waren die Bürger, ne? Muss ich nochmal gucken. Ja, das waren die Bürger. Da möchte keiner was mit zu tun haben. Hier geht noch was. Aber nicht die richtigen. Da gehen die Bürger. Und da gehen sie auch. Dann lassen wir das so erstmal stehen. Marschieren da hoch und verbinden die erstmal. Und warten dann noch drauf, dass die Kollegen von Festland kommen. Irgendwann kommen die ja auch hier rüber, ne? Da sind sie. Dann schieben wir die darüber und alles ist gut, oder? Schiffe sind im Hafen. Ich glaube, die werden dann auch repariert. Jetzt kontrollieren die die Provinz. Und wir haben hier 22 Einheiten, die wir mal da hochbringen jetzt. In der Hoffnung, dass das dann so läuft, ne? Das ist nur die Frage, ne, lassen wir da erstmal hingehen. Bevor wir da reinmarschieren, da die uns nahe angreifen. So, wir marschieren und stehen da. So, jetzt ist die Frage, ob die kommen oder nicht, ne? Die kommen. Jetzt ist die Frage, ob wir verlieren oder nicht. Weil wir waren ja zuerst da, ne? Aber das bringt uns überhaupt nicht weiter hier mit 18 Truppen. Die 10 Truppen sind viel, viel stärker wie wir. Ja, das hat gut geklappt, ne? Haben wir gesehen.
Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Oh, da geht dann auch vom Dingens her wahrscheinlich nichts mehr Geld her. Ja, schade, ne? Guck mal, die rücken schon nach. Bis zur Südgrenze, oder was? Was machen die denn da unten jetzt? Das weiß keiner, ne? Okay, dann gehen wir da oben hin und machen das erstmal wieder frei. Die müssen wir gleich hinterherziehen. Die drei Einheiten. Okay. Okay, er wurde entdeckt. Das heißt, wir ziehen den ab. Oh, müssen wir rechts klicken. Okay, aber wir können hier dann im Endeffekt sowieso nicht ganz viel machen, ne? Und das kostet uns Geld, das war es mal sowieso. Jetzt nicht vonnöten, glaube ich, das so zu machen. Das Pferdchen auch noch hoch. Bringen wir die da mal hin, ne? Gut. Die ist hier oben versetzt und die sind da nicht mehr drauf, kann das sein? Dann lass uns diese dreimal da hinschieben. Diese Schiffe, die nur noch 12 sind und warum auch immer, mal da hinschicken oder da. Die drei Einheiten machen wir mal zusammen und bringen die aufs Schiff. Und wenn die auf dem Schiff sind, bringen wir die da hoch mal gerade und gucken, was der Sache ist. Die haben das befreit, dann gehen die mal weiter. Okay, jetzt kommen die 8,8 da hoch. Diesmal sind wir 24, wäre da dreimal so viel. Vorteilhaft wären natürlich die gewesen, dass die da sind. Okay. Sind fast 9. Stellt sich jetzt die Frage, ob das klappt. Das haben wir befreit. Dann gehen wir auf Orkneys und machen die auch frei. Hier ist keiner mehr, ne? Können wir das auch wieder befreien? Darüber. Schiffe bleiben noch da. Orkneys werden befreit. Okay, dann rutschen wir dahin. Und ändert alles. Okay. Gut, Sieg. Das haben wir auch irgendwo geschafft. Ja, aber ich würde mal sagen, für die Runde soll es auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.